Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Crackhouse heute am 25. Januar um 6.37 Uhr vormittags. Ja gut, da muss ich halt klein werden. Wir haben es endlich zum Mittelpunkt geschafft und werden jetzt hier mal schauen, wie die zweite Hälfte aussieht spontan. Man hört es ja schon, das ist dasselbe Lied. Also es wirkt spontan etwas einfacher, weil ich finde im Wasser kann man mir jetzt nicht so hart die Tour vermasseln. Aber gut, vielleicht werde ich ja gleich noch eines Besseren belehrt. Ja, ich muss mich für die letzten 3-4 Folgen nochmal entschuldigen. Das war... Warte mal, wie war Laden? So, okay. Da habe ich... Habt ihr das... Warte mal. Dann mache ich hier nochmal so ein... Hat er mir da einen Pilz gegeben? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und zwar hatte ich ganz am Anfang, also ich hatte ja viel vorgedreht, ne? Und ich hatte dann irgendwie Folge, keine Ahnung, 10 bis 16 oder so. Also einige Folgen vor, also so das, keine Ahnung, die letzten 3-4 Level und halt die ersten 1-2 Folgen von Bowsers Schloss hatte ich mit meiner Mutter im Wohnzimmer kontrolliert. Und dadurch habe ich das soundtechnisch nicht ganz so mitbekommen, dass es, also man hat schon gehört, dass es laut war, aber auf den Kopfhörern war es dann nochmal eine Nummer schlimmer. Und ich hatte dann ich habe dann einfach weitergespielt und die Soundeinstellungen nicht geändert. Erst letztens, als ich die Folgen, die ich vor 2-3 Tagen aufgenommen hatte, als ich die da kontrolliert hatte, hatte ich es dann bemerkt. Und dementsprechend habe ich jetzt den Sound von 11 auf 7 runter gemacht. Also das sollte jetzt definitiv gehen. Ist vielleicht jetzt auch minimal zu leise, aber das ist dann der Kompromiss. Erst war es zu laut, jetzt ist es zu leise. Aber mal ganz ehrlich, niemand, wirklich niemand möchte hier dem Heck noch irgendeine Art von akustische Resonanz geben, oder? Das ist doch schon wieder hier echt ein Trauerspiel, dass das einfach eiskalt so weitergeht. Ja, er verfolgt mich halt. Ach, das, Leute. Ja. Es ist... Nee, das ist schon richtig. Mache ich hier nochmal ein Save-State. So viel Zeit, oder hier, so viel Zeit wie möglich abkürzen. Ist ja im Endeffekt kein wirkliches Gecheate. Wie gesagt, er cheatet ja schon genug, also von daher. Aber das, Leute, das ist Kaizo. Das ist einfach Kaizo. Das ist einfach Kaizo. Das ist einfach Kaizo. Hab 3-4 Tage Pause gemacht und jetzt eigentlich schon wieder keinen Bock mehr. Das ist so nervig, ey. Aber ich meine, ja, immerhin, ne? Unendlich Leben und so. Also, naja, aber was bringt mir das? Ich muss ja trotzdem immer wieder dieselbe Scheiße hier machen. Also wäre das, wenn ihr jetzt noch mit Game Over spielen würde, wäre das der komplette Absturz. Ja, man versucht halt natürlich so ein bisschen auch Zeit zu sparen. Aber das kannst du vergessen. Das kannst du einfach total vergessen. Ich bin mit minimal mehr... Wollte mit minimal mehr Spaß reingehen, aber ich muss direkt auf Durchzug schalten hier. Damit sich ja keine Aggression anstaut. Da war ein Lag, alles klar, weiß Bescheid. Wird gleich mal, ja. So, Emulator, Aufnahmegerät. Dann haben wir ja bald alle Geräte durch. Ja, und der Holocaust-Fisch, der reagiert auch nicht immer so, wie er soll, nehme ich an. Das war Classico, Fantastico. Ja, das Ding ist, wie gesagt, wir müssen hier schauen, dass wir keine... Das ist ekelhaft, das ist ekelhaft, weil er ist auch in der... Er ist in der Mitte, Leute, in der fucking Mitte. Nicht irgendwie oben oder unten, er ist in der fucking Mitte, Mann. Das ist... Oh. Nee. Warte mal. Ja, ich versuch mal mit dem Analogstick zu schwimmen. Mal gucken, wie das wird.
So. Das geht noch. Oh, oder auch nicht. Da war so eine offene Naht hinten an meinem Rücken. Die hat mich, glaube ich, so ein bisschen verraten. Leider, leider. Die hat den Fischi berührt. Versuch's doch mal von oben. Ja. Wie war das hier? Okay, das habe ich spontan anscheinend vergessen. Dachte, der schwimmt ein bisschen weiter. Also müssen wir warten, bis er links ist. Ja, da. Das ist immer dieser kleine Schubser. Dieser Millimeter, den Mario zu weit hochschwimmt. Aber wie gesagt, das kann man kontrollieren. Das ist halt nur extrem anstrengend. Ich muss halt die ganze Zeit den Pfeil nach unten halten, beziehungsweise eher den Analogstick nach unten drücken. Und das ist schwierig, wenn du halt gleichzeitig nach vorne schwimmen willst. Ja, das war zu spät. Und das war astrein. Ja, dann hast du natürlich auch noch den Holocaust-Fisch. Ja, also ich würde sagen, da kann man auch tatsächlich noch 20 Folgen jetzt raufballern. Oh, da habe ich mich schon tatsächlich da über den Manschi gesehen. Da bin ich jetzt... Da habe ich zu zeitig aufgehört zu schwimmen. Ja, komm. Da war ich wieder zu hoch. Uiuiui. Okay, so... So, hier auf den Fisch warten. Das war zu knapp. Und dann der Musikloop, ey. So, ich versuch's mal. Nee, oben ist okay. So, und jetzt nehme ich das obere oder das untere. Schwierig. Das ist so perfekt. Das ist so perfekt, Leute. Das ist so perfekt. Ich sag euch, der ist ins Heim gekommen oder so. Das war der Moment, wo er einfach... Er wollte so diesen Hack erstellen und dann ist er einfach ins Heim gekommen. Eiskalt. Da hat er da dieses letzte Level gemacht. Während er von seinen Erziehern vergewaltigt wurde. Holy shit, ey. Guckt euch das an. Ich glaube, das geht gar nicht von oben. Oder? Ah, nee, das ist wahrscheinlich derselbe Abstand. Es kommt nur so komisch rüber. Warte mal, irgendwas ist hier verkehrt. Ich glaube, das geht gar nicht. Oder? Ich weiß... Vielleicht kenne ich mich auch nicht gut genug mit dieser Hitbox dieses Fisches. Also es gibt ja wirklich Gegner, wo die Hitbox sehr kulant ist. Vielleicht ist es ja einer von diesen Gegnern. Kann ja sein. Alter Verwalter. Ja, wieder warten. Ach, da habe ich gerade auf den Fisch geguckt, ja. Der Hurensohn. Der ist doch sonst normalerweise gar nicht mehr da. Da direkt rüber. Ach, ich will doch einfach nur Zeit sparen. Ganz ehrlich, Alter, wieso ist der Typ noch nicht vergast worden? Leute, ihr hattet jetzt 3-4 Tage Zeit. Ich habe 3-4 Tage nicht aufgenommen. Also, was soll denn das hier? Wobei, das stimmt ja nicht. Er kann ja schon tot sein. Ich habe mir den Hack ja runtergeladen. Das ist ja keine Dienstleistung hier. Der Hack geht ja nicht offline, nur weil er stirbt. Puh. Also, ich könnte mir vorstellen, dass diese... Nee, dass der obere Stachel vielleicht gar keine Hitbox hat. Dass das so der Tricky ist. Alter, nee. Ich würde es halt auch gerne testen, aber das Problem ist, dass du ja immer wieder dahin schwimmen musst. Ja, das war klar. Ach, Leute. Ich meine, ich muss sagen, ich bin auch ein Stück weit zufrieden, weil ich mir so dachte, also ich versuche jetzt irgendwie wieder vorzudrehen, dass ich bis Februar kein Mario mehr spielen muss, damit ich mich auf die anderen Sachen konzentrieren kann. Dachte mir dann so, ja, was mache ich jetzt, wenn das wirklich voll einfach ist, wenn ich nur noch eine Folge machen kann? Dann müsste ich ja spontan noch einen neuen Hack anfangen, aber gut, ja, so wie es aussieht, könnte ich jetzt auch direkt... noch 15 Folgen das letzte Level spielen. Ne? Da habe ich bis zum 14. Februar oder so erstmal ausgedient, würde ich sagen, mit Yoshis Crackhouse. Herzlichen Glückwunsch.
Vielleicht ist es der Trick, der die Botschaft auch einfach selber mit Crack anzufangen, ja? Anders hält man ja die Scheiße nicht aus. Natürlich ist der Fisch einfach zurückgekommen. Hat er ja sonst auch gemacht, das ist ja ganz klar. Ich hab's bis jetzt so verdrängt. Eigentlich hat er das ja immer gemacht, ja. Da habe ich die Stelle verpasst, so. Also ich glaube, hier ist irgendwas kaputt, ganz ehrlich. Kann es sein, dass... Ich krieg ja am Anfang... einen Pilz. Aber ich schaffe es doch nicht, den Pilz hier rüberzubringen. Na gut, Leute, wir müssen mal beim nächsten Mal schauen, was wir da machen müssen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ihr wisst doch, bei Yoshi's Crackhouse wird es immer ein nächstes Mal geben. Es ist halt einfach so. Gewöhnt euch dran, so wie ihr euch gerade an die Quarantäne gewöhnen müsst. Ich sag euch, ich weiß nicht, was länger geht. Ob es die Dauer-Quarantäne sein wird oder Yoshi's Crackhouse. Ich weiß es nicht. Die nehmen sich da beide, glaube ich, nichts. Die sind da sehr, sehr ausdauernd. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. See ya.